Eine Idee geht einmal um die Welt und kommt von Neuseeland nach Tettnang. Dort besucht der Tettnanger Erich Schöpe seine Tochter und hat einen Einfall. Als wir in Wellington einen Spaziergang machten, sah ich doch eine Bank dort stehen, die einfach einlud, so mit der Überschrift Happy to Chat Bank. Und da kam mir gleich die Idee, Menschenskinder, das wäre doch auch was für uns in Tettnang, weil vor allem ältere Leute tun sich ja schwer, vor allem in sozialen Medien, Kontakt zu knüpfen. Ne? Und wenn man einfach so eine Bank hätte und da setzt sich jemand hin und dann signalisiert er ja schon, oh, ich wäre eigentlich bereit für ein kleines Schwätzchen oder für eine Plauderei. Die Idee geht weiter an die Stadt Tettnang, genauer gesagt an die Anlaufstelle für Bürgerengagement. Dort stößt sie auf Begeisterung. Erst hatten wir überlegt, wir könnten da vielleicht gleich Gelder dafür beantragen, weil es gerade ein Förderprogramm gab. Und dann haben wir gemerkt, oh nee, wir müssen das noch ein bisschen besser besprechen und doch warten, bis er aus dem Urlaub zurückkommt. Und ich habe mir das dann auch nochmal durch den Kopf gehen lassen und auch gesagt, ich fände es gut, wenn es da auch nochmal eine Kooperation gäbe. Das ist ja hier jetzt ein Bänkchen an der St. Georgskapelle, aber ich fände es auch schön, wenn das einfach auch nochmal an einem anderen Standort in Tettnang möglich wäre. Und so gibt es den Prototypen des Plauderbänkle nicht nur hier an der St. Georgskapelle, sondern auch am St. Anna-Quartier. Und die Bank bietet noch mehr. Wer den QR-Code scannt, der landet auf der Internetseite der Stadt Tettnang, genauer gesagt auf der eigenen Seite des Plauderbänkle. Hier gibt es Tipps und vorgeschlagene Fragen für ein gelungenes Gespräch. Manche tun sich da wirklich schwer und dann haben wir gesagt, machen wir doch einfach so ein paar einfache Fragen, von denen wir ausgehen, dass die gut funktionieren. Haben die auch ein bisschen ausprobiert und besprochen mit unserer Seelsorgerin vom St. Anna-Quartier und auch nochmal so überlegt, es könnte ja auch mal sein, dass vielleicht das ein bisschen unangenehm wird. Was können wir den Leuten so ein bisschen als Hilfe auch geben, damit sie da wieder einen guten Ausstieg finden, ohne jetzt vielleicht gleich sich zu streiten oder mit einem schlechten Gefühl dann zu gehen. Auch wenn das Konzept soweit steht, fertig ist das Plauderbänkle noch nicht. Am 24. April soll es zum verkaufsoffenen Sonntag eingeweiht werden. Melanie Friedrich hatte die Idee, Mensch, da könnten wir doch unseren Bürgermeister fragen. Vielleicht widmet er sich eine halbe Stunde Zeit und stellt sich zur Verfügung. Und genau, der Termin wurde vor kurzem erst bestätigt. Das heißt, wir können eigentlich, wir hoffen, das Wetter ist schön, damit rechnen, dass unser Bürgermeister Bruno Walter auch anwesend ist. Und vielleicht ist jetzt im Jahr 2022 genau der richtige Zeitpunkt für eine Plauderbank gekommen. Denn gerade die netten zwischenmenschlichen Gespräche sind es, die in den vergangenen 2 Jahren zu kurz gekommen sind.